Okay, lassen Sie uns zusammen einen Blick auf die 3D View Station VR Edition werfen. Hier vorgestellt durch einen unserer Kollegen mit einem Fahrzeug. Was Sie sehen können an der rechten Seite ist, er hat das Menü einfach an eine bestimmte Position in den Raum gestellt. Sie könnten es aber auch so einstellen, dass es nach jeder Funktion auch wieder verschwindet, dass es nur temporär angezeigt wird. Zur Auswahl stehen uns eine ganze Menge Funktionen. Als Beispiel wurden bisher schon verwendet das Ghosten oder das Verbergen von Objekten. Jetzt haben wir einfach das Fahrzeug angewählt und können dort zum Beispiel drin messen. Ja, ist hier ein Beispiel an einem Rad, beziehungsweise vorne hier an der Schaufel. Letztlich stehen uns aber sämtliche Funktionen, die Sie vielleicht von der Desktop-Version her kennen oder wenn Sie unseren Webviewer schon mal gesehen haben, auch in der VR-Edition verwendet werden, da wir den gleichen Grafikkern verwenden. Hier gerade eben haben wir eine Wandstärkanalyse gemacht. Jetzt schneiden wir durch das Modell. Wir können natürlich uns auch hinteleportieren und so das Modell auch von nahem begutachten. Ja, als letztes gehen wir hin und demontieren einfach mal ein Rad als ein Beispielszenario, wo man eine Untersuchung vielleicht durchführen möchte. Als letzte Funktion in diesem Block alle Objekte wählen, die die gleiche Farbe haben. Ich wähle das erste Objekt an und es werden automatisch sämtliche Objekte selektiert, die die gleiche Farbe haben wie das gewählte. Nun, lassen Sie uns VR ins nächste Level bringen. Und wir laden hier jetzt eine Montagestrecke von Flugzeugen mit über 125.000 Teilen. Und Sie sehen, auch das ist kein Problem für die VR Edition. Ja, wie gesagt, sie nutzt den gleichen Grafikkern, sehr performanten Grafikkern, den Sie aus der Desktop-Version und aus der VR, aus der Webviewer-Version her kennen. Bei so großen Anlagen ist es in der Regel so, dass man vor allen Dingen durchnavigiert und sich bestimmte Dinge, Gegebenheiten einfach inspiziert. Wir können aber natürlich, ja, wir können auch mal eben hier oben hinspringen zu den Kollegen, den digitalen Kollegen, die hier stehen. Aber wir können natürlich auch die gleichen interaktiven Funktionen anwenden, die wir vorhin schon gesehen haben bei dem Fahrzeug, auch wenn wir jetzt hier einiges an komplexerem Modell vor uns haben. Deswegen lassen Sie uns mal eben zum Beispiel diese Treppe hier auf Seite schieben. Selektion ist durch Intelligent Picking gemacht worden. Das heißt, ich klicke mehrfach das gleiche Objekt an und dann gehen wir in der Baugruppenstruktur einfach um ein Level nach oben. Gut, das soll es erstmal zur interaktiven Nutzung gewesen sein. Wenn man VR Edition nutzt, kann man natürlich die Daten direkt reinlesen oder auch unsere Desktop-Version bzw. CAS, unser Batch-Tool, verwenden, um die Daten aufzubereiten. Richtig Mehrwert bekommt man aber vor allen Dingen, wenn man integriert in ein zum Beispiel PLM-System. Und hier haben wir sofort ein Beispiel, wo die VR Edition in Siemens Teamcenter Engineering integriert wurde. Und die Textannotationen, die hier auftauchen, sind eigentlich Metadaten im Teamcenter gewesen, die wir eingeblendet haben. Genauso gut haben Sie gerade vielleicht kurz gesehen, haben die Spiegel ein wenig gewechselt. Das heißt, wir haben auch Konfigurationen aus dem Teamcenter eingeladen. Und jetzt als Abschluss für die VR Edition machen wir mal ein Beispiel mit Sprachsteuerung durch unsere Partner Peterion implementiert. Create new issue. Create new issue. Please describe the issue. There are bolts missing. The following problem description was recognized. There are bolts missing. Is this correct? Yes. Your answer was yes. The complete problem description reads there are bolts missing. Successfully saved. Exit inspection. Shutting down VR inspection. Ja, so viel ein Eindruck mit dem Arbeit unserer VR Edition. Vielen Dank.